Also die meisten wissen, dass ich nicht aus Österreich stamme, sondern aus Polen. Und die Pfarre, wo ich noch als kleines Kind war, also meine Eltern sind umgezogen, wie ich so in der zweiten Klasse Volksschule war. Aber die erste Pfarre, in der ich war, wurde von einer Ordensgemeinschaft geführt, die es in Österreich nicht gibt. Das sind die Kamillianer. Das ist so ein ähnlicher Orden wie die Barmherzigen Brüder. Also vor allem das, was sie tun, ist Krankenpflege und das ist eigentlich ihre wichtigste Aufgabe. Und sie haben auch die Pfarre geleitet, wo wir gewohnt haben. Und ich bin immer mit meinem Opa zur Messe gegangen, weil die Eltern, naja, sind nicht so gläubig. Und er hat mich immer mitgenommen. Und das war für mich immer so schön, diese Kirche, ein Stück Heimat. Und eine der Sachen, die mich immer wieder beeindruckt haben, war über dem Altarraum war der, also eine Statue vom heiligen Camillus und ein paar Armen, die er pflegt, und zwei Zitate aus der Bibel. Einen von denen haben wir heute gehört und der ist mir persönlich sehr wichtig. Denn Johannes schreibt: Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist etwas, was, also diese Worte prägen mein Leben. Ich will nicht sagen, dass ich das erfülle, was da steht. Da bin ich noch weit davon entfernt. Aber das ist etwas, was mich immer berührt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns, sich das genauer anzuschauen, was damit gemeint ist. Und eine sehr gute Erklärung dafür gibt das Evangelium, das wir gehört haben, wo Jesus vom Weinstock redet, von seinem Vater, von den Reben, die wir sind. Und wenn Jesus dieses Bild verwendet, also ich habe einmal versucht, irgendeinen Apfelbaum zu züchten, also so einklopfen und so weiter, hat nicht funktioniert. Also das ist anscheinend höhere Kunst. Und Gott ist derjenige, der sich da auskennt. Er weiß, wie das geht. Und trotzdem sind zwei Dinge hier zu sehen. Erstens, Jesus bezeichnet sich als der Weinstock. Und er sagt, dass nicht er selber Früchte bringt, sondern die Reben. Also wir sind diejenigen, die Früchte bringen, wenn wir in Jesus sind. Das ist ein bisschen kompliziert hier dargestellt, aber im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wenn du dein Leben nach ihm ausrichtest, wenn du versuchst, in ihm zu bleiben, dich immer wieder auf ihn besinnst, dann hat es Folgen für dein Leben. Und Jesus nennt es Früchte. Das kann man auch als so eine Gewissenserforschung machen. Wenn mein Leben weder für Jesus noch für die Kirche Früchte trägt, dann ist mit meiner Nachfolge etwas falsch. Das sage ich so, weil ich davon auch überzeugt bin. Ein Leben als Christ ohne Früchte deutet darauf hin, dass die Beziehung zu ihm irgendwo kränkelt. Und es ist auch so, man kann nicht alles an diesen Früchten in der Nachfolge aufhängen, weil woanders in der Bibel lesen wir, dass der Glaube nur aufgrund der Werke nicht möglich ist. Da braucht es noch mehr. Und das ist genau die Reihenfolge, die Jesus uns heute zeigt. Das Erste, was für uns von Bedeutung ist, und ich glaube auch für dich vor allem und für mich, ist, diese Beziehung zu ihm zu suchen. Und das habe ich jetzt diese Woche in Wien gehört von einer echt gescheiten Frau. Also im Reich Gottes, also das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, gibt es keine Karriere, die nach oben geht. Also es gibt kein Höher. Du kannst nicht in der Rangliste aufsteigen. Du bist Kind Gottes, Schluss. Da gibt es nur ein Näher. Also nicht höher, sondern näher. Man kann immer näher zu Gott kommen. Und das sollte auch das Bestreben sein. Und dieses Bestreben, Gott näher zu kommen, garantiert auch, dass wir in Christus sind. Also das, was Jesus heute seinen Jüngern erzählt. Wenn du die Nähe Gottes suchst, bist du in ihm. Es muss sich nicht immer so anfühlen,
aber das ist das Versprechen, das Jesus gibt, dass der Geist in uns wirken wird. Nur das reicht nicht aus, weil wir lesen weiter in der Bibel, ein Glaube ohne Werke ist auch tot. Das ist das, was Johannes auch in diesem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief schreibt. Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern mit Tat und Wahrheit. Also das, was Johannes hier schreibt, also muss sagen, ich kenne die ganze Theologie dahinter nicht, aber ich stelle mir das so vor, die Wahrheit ist diese Erkenntnis, wer Gott ist und wer du bist. Dass du bedingungslos von ihm geliebt bist und nichts dafür machen musst, dass du geliebt wirst. Du musst nichts leisten, du musst Gott nichts beweisen. Das ist die Wahrheit über unser Leben, das Leben der Getauften. Und das Zweite ist diese Tat, von der Johannes hier spricht. Wenn du erkennst, wer du eigentlich bist, dann bringt es auch Frucht in deinem Leben. Und diese Fruchtbarkeit ist etwas Essentielles, das habe ich schon am Anfang gesagt. Ich sehe das auch an meinem Leben. Also als Franziskaner habe ich nicht so eine irgendwie bestimmte Berufung, sondern Franziskus hat gesagt, geht dort, wo ihr gebraucht werdet, und das versuchen wir mehr oder minder zu tun. Und das ist auch eine Schwierigkeit, weil es nichts Konkretes gibt, wo du sagen kannst, ja, Schulen sind unser Ding oder Krankenhäuser sind unser Ding oder die Armen sind unser Ding. Aber da, wo du in deinem Leben mit Jesus unterwegs bist, frag dich selber, welche Früchte das bringt. Und ich sehe das an mir, sehr oft ist das, was ich mache, ohne Früchte. Und das hat sehr oft einen Grund, dass dieser erste Schritt mit der Wahrheit nicht stattgefunden hat. Dass ich nicht erkannt habe, wer Gott ist und wer ich bin. Das ist oft, wenn man Veranstaltungen macht, also im kirchlichen Bereich, ich muss auch eine dieses Jahr vorbereiten, eine größere in Wiener Neustadt. Ich merke das an mir, wie sehr mich das auffrisst, die Sorge darum, dass viele Leute kommen, dass viele sich anmelden, dass es ein Erfolg ist. Und ich vergesse dabei, dass nicht ich dafür verantwortlich bin. Die Herzen der Menschen zu berühren, das ist die Sache Gottes, nicht meine. Ich habe andere Dinge zu erledigen, Verträge abzuschließen und so weiter. Das ist meine Verantwortung in diesem Bereich. Und sehr oft neige ich dazu, Gott alles aus der Hand reißen zu wollen, damit es garantiert Früchte bringt. Und da merke ich immer wieder aufs Neue, da fehlt bei mir diese Erkenntnis, wer ich bin und wer Gott ist. Sehr oft im Alltag. Aber wenn du dich darum bemühst, dieses zu erkennen, wer du bist, wer Gott ist, dann wird dein Leben auch reiche Frucht bringen. Nicht für dich in erster Linie, sondern für andere.